Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Pavati und Pepita sind in den Outer Worlds und immer noch im Botaniklabor. Hier sind die Deserteure, das sind jetzt keine Deserteure mehr, weil die werden jetzt zurückgehen in die Stadt, Edgewater. Ja. Wir haben eigentlich alles erledigt, bis auf einen Auftrag, den wir noch haben. Das ist nämlich der von Ludwig. So ist es. Ja. Ich weiß nicht, und du meintest das, was er von uns wollte. Das ist hinter dieser verschlossenen Tür im Kraftwerk, ja? Ja, nehme ich doch stark an, weil das die einzige Tür ist, ja, weil wir sonst alles gefunden haben, wo wir nicht reingekommen sind. So, als erstes muss ich diese Rüstung austauschen. Ist egal, hier sind Tech-Fertigkeiten drin. So, ich glaube, Pavati konnten wir nicht weiter verbessern. Der Helm hat Schlossknacken. Das ist ja in Ordnung. Und Ausweichen und so weiter. Tarnung. Hatte sich aber nur um eins verbessert, wenn wir ihr die andere geben. Und hatte noch nicht das, was wir eigentlich brauchten. Ja, wir gucken jetzt mal, wie sehen wir aus. Nee, hier, Fertigkeiten. Gut, also, Schlossknacken 44. 44, du brauchst 45, ne? Ja. Glaube ich. 45 war das, ja. Mhm. Und Geistfertigkeiten war Geistattribute. Triptis. Na gut, dann wollen wir einen futtern. Wir haben ja sowieso wenn wir mehr dann da davon. Sind. Ja. Fällt ja nur dann 30 nehmen wir das hier, da haben wir nur eins davon. Benutzen mit F. Es hat Klick gemacht. Ja, hier, Schlossknacken 49. Okay. Achso, aber es hält nur 30 Sekunden, oder? Ja, es macht ja nichts. Wir haben ja genug davon und ich vergesse das sonst sowieso immer. Na gut, wieder was. Geothermiekraftwerk. Ja, können wir mal hin. Schnell reisen, ist schon mal gut. Ja, was mir gerade einfällt, bei der vorletzten Folge hatten wir ein Problem, dass die Aufnahme fehlerhaft war und dann kann ich nur die Aufnahme exportieren und wieder importieren. Moment, ich habe den falschen Quest drauf. Und dann verschieben sich die Zeiten und dann ist es leider nicht mehr lippensynchron. Genau. Hier wollte ich doch hin. Ja. So. Jetzt passt genau, und das hat Pepe zwar sich wirklich also bemüht, also ja, das zu korrigieren, am Anfang aber das war schon ein kleines Stückchen 2 Sekunden lang schwarz, deswegen habe ich da auch reingeschrieben, technisches Problem oder so. Hatten wir. Ja. War es ja eigentlich auch. Also nur falls sich jemand wundert, dass das nicht synchron ist. Besser habe ich es leider nicht hingekriegt. Na, ihr, ist jetzt euer Kraftwerk. Ja. Achso, da ist ja noch dieser Herr da unten in dem, du weißt ja, der, naja, der ängstliche und leicht verrückte ehemalige, was immer er dort gemacht hat in diesem Werk. Hier bin ich falsch. Erinnerst du dich an ihn? Ja, Higgins meinst du. Der Herr Higgins, so ist es. Ja. Hier sind die Toiletten. Hier ist es auch nicht. Dann ist es wohl eine Tür weiter. Kann sein. Jetzt sind wir wieder 26 Meter. Was, die Leiche des Sicherheitschefs? Gucken wir mal, warum? Oh. Was, sollten wir vielleicht, haben wir die schon gesehen eigentlich? Ja, ne? Haben wir die nicht geplündert? Gucken wir mal. Ja, ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch noch ein bisschen weiter plündern. Ich habe nichts dagegen.
Das war die Leiche des Sicherheitschefs, ja? Oben? Hier. 17, 14, 13, 10, 8, 7, 6. Ja, aber hier ist nichts. Da ist er. Da unten liegt er. Da liegt er. Nee, ist nur ein Fabrikarbeiter. Ein Fabrikarbeiter. Nee, 3 Meter. 3 Meter. Hier. Nein, nein, es muss hier jetzt in dem Raum. Jetzt sind es wieder 4 Meter. Sein. Was ist das denn? Nein, keine 52. Sag mir, nee, das gibt's jetzt. Ja gar nicht. Ich wundere mich halt nur, dass es auf dem Schirm ist. Du auch, ne? Ja. Als Aufgabe? Doch keine Aufgabe. Da ist Logik-Modul. Das Logikmodul. 54 Meter in dieser Richtung. Ja. Guck mal doch mal auf die Karte. Nee, wir müssen hier die Treppe hoch. Ja. Ja, wir hatten auch da Schwierigkeiten. Da haben wir aber keine Tür. Mit diesen Ebenen. Ich meine, du kommst da, glaube ich, in der Mitte irgendwo rein. Ja. Dann gehst du Treppen nach oben und du kannst Treppen nach unten gehen. Wir müssen die Treppe hoch und dann... Und dann... Ach, Oh Mann. Manchmal ist es doch etwas schwieriger, wie man denkt. Hier geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter, gut. Jetzt haben wir das andere Ding wieder mit dem Sicherheitschef wahrscheinlich. Ja, hier ist die Toilette. Vielleicht ist ja der... Keine Ahnung. Gut. Irgendwo war hier eine Treppe. Wo war die Treppe? Irgendwo. Ich meine, Treppen sind ja auch eingemalt auf diesem Ding. Wenn du guckst, hier ist eine Treppe zum Beispiel. Hier war eine Treppe. Hey, du. It's not the best choice. It's ja, the Jerry. Spacer's choice. Jetzt bist du ganz schön alleine hier, stimmt's? Okay, oh du Armer. Er hätte geholfen. Kannst ja ein bisschen spazieren aber gehen. Aber wir haben die gar nicht mehr gebraucht, dann, die Hilfe des kleinen Jeremy. Außerdem wollten wir, dass Jeremy überlebt, stimmt's? Ja, genau. Ja, guck mal, man kann ja noch so oft rumlaufen. Man kann hier noch so oft rumlaufen, man übersieht immer die Hälfte. Ich jedenfalls schon. Meter. Der ist? 5 Meter. 3 Meter. Was ist da drin? Ist da irgendwas drin? Hier ist er. Leichtes Maschinengewehr. Leichtes Maschinengewehr. Das ist er. Und da ist, das ist die Schlüsselkarte. Und deswegen haben wir die Verbindung. Deswegen haben wir die Tür nicht aufgekriegt. Kannst du mal sehen, wie toll wir geguckt haben? Oh, wir sind Mann. Ja sowas von... Oh, aber oh nein. Sowas wir hier alles immer sehen. Kann man nur sagen, Hochachtung. Peinlich kann man das nur nennen. Kein Wunder, dass wir da nicht reingekommen sind. Jetzt hättest du das auch, hättest du ja auch checken können. Du kannst dich dann wieder umziehen bei Gelegenheit. Aber erstmal gucken wir jetzt dahin und versuchen, das jetzt drauf zu machen. Versperrt. Nach wie vor versperrt. Eieiei. Na, ist auf dieser Ebene. Aber auf dieser Ebene können wir nicht bleiben, weil es da nicht weitergeht. Da müssen wir hier irgendwo lang. Nein, jetzt sind wir immer schon so, dass wir alles Mögliche plündern und so. Und? Da ist die Tür. Ja, das kannst du jetzt öffnen. Mit Schlüsselkarte geöffnet. So einfach, so einfach. Ja, da ist das Logikmodul. Dietriche. Waffenteile, Adrena. Schön. Ja. So viele feine Sachen und hier auch noch. Ja. Tja. Aber jetzt alles? Hoffentlich. Aber so wie ich uns kenne, wahrscheinlich nicht. Sieht so aus, so. Diesmal ausnahmsweise. Mann. So, von hier aus. Hat er noch aus irgendwas drin geschrieben oder in dem Ding hier? Auf dem Computer? Nee, das war ja, da waren wir ja. Wir waren hier drin Computer und haben hier alles waren gelesen. Wir ja, da haben wir ja aber was nicht aufgeschlossen, da, aber es ist nichts aufgegangen. Das haben wir alles, ja, ist klar. Hm, ist in Ordnung. Wir haben nur da, wo die wo der Sicherheitschef war, das haben wir nicht angeguckt. Nur gar nicht, waren wir gar nicht drin. Ich gehe schon wirklich wieder durch die Wand. So, jetzt nichts hier raus. Ja. 16, 14, 13, 11, 9. Zack.
Siehst du, so leicht kommt man da wieder raus. Ja, ganz einfach. Ich würde wahrscheinlich auch Jahre drin rumgehen, weil ich bin ja noch schlimmer als Pepe in solchen Sachen. So, na dann gehen wir zu Ludwig. Können wir da irgendwo springen? Ja, können wir. Wir können sogar direkt hinspringen. Ja. Der Landeplatz ist sogar ein Schnellsprungpunkt. Tja. Na, ist Ludwig in seiner Hütte oder rennt er da rum? Da ist er. Da ist er. Na du, tapferer Krieger. Bleib stehen. Never seen the veil lit up like this before. Ja. Hier, wir haben sowas gefunden. Bang up, work soldier. You're a credit to your uniform. Oh, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple of bits for your trouble. And a little something to remember me by. Danke, danke. Pass auf dich auf. Wir wollen ja nicht klauen. Nö. Dankeschön. Tschüss. Den Widerstand, den kannst du im Widerstand grüßen. Deine Truppen. Ja, ein einmaliger Schockstab hat er uns gegeben. Oh, ja, sieht nicht übel aus. Ja. So, dann gehen wir mal nach Hause. Wir waren schon lange nicht auf unserem Schiff, ne? Ja. Wo steht das eigentlich? Oh. Oh. Hier. Landeplatz, danke. Schnellreise. Hey, guck mal, die feiern. Ja. For every class. Also, das gibt's in Rot und auch in anderen Farben, habe ich festgestellt. Was denn, das Flugzeug? Das, was die da in der Hand halten beim Feiern. Ja. Oh, my star, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. Na, wir wollen sie auf jeden Fall behalten. Ja. Ja, sie war ja auch nicht besonders glücklich in Edgewater. Eben. Well, it's kind of you to say that. And you're right. I wasn't happy. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? Na klar. I could tend to your engine. I know my G-valves from my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Klar, natürlich. Na klar, wir wollen doch, dass das Schiff schnurrt wie ein Kätzchen, meinetwegen auch singt. Ja, eins. Ich nehme dich gerne mit. Klar. Yes! I mean, thanks. You won't regret this, ma'am. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a Captain. Okay. Na gut, dann komm. Pavati, du bist ja wirklich auch sehr gut. Muss man schon sagen. Also ohne dich hätten wir es sowieso nicht überlebt. Hallo, da ist ja schon der Vicar. Ah, der Vicar. I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. Okay. Genau. Tu das. Dann können wir ja mit dir reden, wenn du oben bist. Ich verstehe schon, dass er irgendwo die Unreliable, das musste ja kommen. Ja. Klingt ja irgendwie nicht so richtig vertrauenerweckend. Ja, natürlich. Aber Pavati macht das nichts aus. Hauptsache, es ist ein Schiff. Na, Captain, was hast du zu sagen? I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. I applaud your willingness to invest your time in the local community. Ah, da hat eine persönliche Meinung. Erstaunt mich doch immer wieder. Ja, sie ist ein ganz besonderer Computer. What can I do for you, Captain? Wir haben einen Energieregulator. Ach so, ja, richtig. Do you know how to install a power regulator? No. Ja, hast du ja schon erklärt, oder? Ach so, wir wissen es ja. Ja, ich weiß, was ich tue. Ja. Technik 25. Ja. Outstanding, Captain.
Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you, across the cargo bay, up the ladders. Gut. Okay. Sag mal, solltest du auch nicht vergessen, bevor du dann wieder irgendwann irgendwo rausgehst, dass du dich umziehst, ne? Ja. Wir müssen sowieso alle anziehen. Das ist die Leiter wahrscheinlich, die sie meinte. Die, die meinte sie durch den Frachtraum und die Leiter hoch, genau, sagte sie. Und ja, natürlich. Und das sieht gut aus hier. Hier sind wir. Energieregulatorgehäuse, jawohl. Ich bin noch zu weit weg. Drück also. Gut. Passt. So, dann gehen wir wieder runter und werden mal alle ordnungsgemäß ausstaffieren, ne? Mhm. Am besten in der Nähe von der Werkbank, dann können wir das Ganze noch ein bisschen aufmotzen. So, ich bin so gut ausgerüstet, wie es geht. Rüstungsmäßig. Da muss ich mich noch umziehen. Genau. Ja, ist auf jeden Fall die beste, die wir haben. Mhm. Das sieht sie aber aus. So. Ach, nee, wir können noch gar nicht. Wir müssen erst mal mit dem Vikar reden. Parvati ist richtig angezogen? Nein. Auch nicht, ne? Nein, wir aber müssen offensichtlich ja erstmal. Nee. Ist noch so weit sind wir noch nicht. Warum ist das noch versiegelt? Also, Ada, mach die Türen auf. Der Vikar wollte sich auch ein Zimmer suchen. By verity, by strength. What are we contemplating today? Ja. Jo, erzähl mal deine Geschichte. Mhm. Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. Brutal enthusiastisch. Sehr interessant. That's what my parents called it. Mm-hmm. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. Waren sie nicht religiös? Ja. Ja, waren sie nicht ja religiös? Sie waren doch religiös, oder? Dann on the contrary. Ah. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith. A faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. Mm. Aber warum waren wir genau? Ja. They thought I was fighting the plan. Should have accepted my lot. Aha. Some people pursue the clergy for power, prestige. But that was not me. Hm. Ja, muss wohl. Ja. The plan is not one rigid path. There are a variety of multitudes contained within it. Our paths have variants, but we'll end up adhering to it, whether we like it or not. Some choices make the path smoother, some rougher. You can even go outside the lines, but the further outside you go, it's like an unbreakable elastic band. It will only stretch so far before it snaps back. The further it is stretched, the more violent the eventual correction. Hm. Interessant, wie er sagt. Die Vorstellung ist ganz lustig. Ja, du läufst und je weiter du läufst, ja, genau, desto mehr spannt sich das Gummiband und irgendwann schnapp. Und dann zack, aua. Fliegst wieder zurück. Mhm. Okay. Mhm. Ja, erzähl noch mal was über das Buch. Bokono, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan.
Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist School of Thought, so the book is banned in this colony. Sie dachten immer so wie am Bakunin, ne? Ein ja, großer ja. Anarchist. Die Ähnlichkeit ist vermutlich gewollt. Wahrscheinlich gewollt, ja. Die russischen Anarchisten. Oh nee, das dauert mir zu lange jetzt. Oder wolltest du es hören? Was denn? Ja. Nee. Die Philosophisten. Also mal irgendeine Idee, wo wir in dieser Kolonie jemanden finden können, ja, der daran fühlt. Das scheint mir wichtig, ja. Genau. I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled some years ago. He's an expert on Bakunu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. Naja, und du traust irgendwelchen Gefängnisinsassen? Warum nicht? Na gerade. In dieser Welt würde ich eher den trauen als irgendjemand anders. Das sind doch eine gute Spur. Na gut, wie können wir die Spur ausfindig machen? Wie können wir ihn ausfindig machen? That's a good question. Ja. We should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. Mhm. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Ah. Ja, wir können uns eine Passagierliste. Naja, gut, wenn von da aus weggeflogen ist. I'll comb the last 6 months of departure manifests to track the philosophist's off-world destination. Sag ich doch. Wie kommt es, dass ein einfacher Vikar so ein hochbegabter Hacker ist? Ups. Ja. Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. Ein guter Lehrmeister. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. Aha. Na schön. Na gut. Jo. Klingt gut. Thank you, Captain. Bitte, bitte. Da müssen wir jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit Ada reden, dass sie die Türen hier aufsperren. Ja, damit die endlich mal ein paar Zimmer in Besitz nehmen können. Naja, das eine oder andere Zimmer. Keiner hat hier eine Kabine, das geht doch nicht. Nö. Haben wir denn eine? Auch nicht, oder? Nö. Also wirklich, Ada. Halt, falsche Richtung. Mein Ada kann auf jeden Fall nicht weglaufen, das ist mal gut. Ja, das ist gut. Ja. Eins, was sie nicht kann, ist weglaufen. What can I do for you, Captain? Gut, wir haben den Regulator eingebaut. All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. Jo. Ja. Rumpel, rumpel. Ja. Sieht aus wie eine schwere Libelle, ne? Ja. Und ein schwerer Käfer. Ja, Käfer. Ja. The unreliable takes flight. Aha, 10 Konzerne. Communication request from Dr. Phidias Wells. Aha. Aha. Na, gerne. Na gut. Jo. Aha, there you are. Hail and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. Yeah. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thought, I assure you. Ja, ja, kann jetzt so richtig beruhigen, ne? Mir ist ein bisschen schwindelig, außerdem kann ich die Zeit verlangsamen. Genau. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. Oh, ja, what you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame. Yeah. The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us.
If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Kulkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Okay. Aha, wir brauchen also einen Navigationsschlüssel, um dahin zu Warum fliegen. Warum brauchen wir den eigentlich? Ja. Wir sind hier ja auch ohne Schlüssel gelandet, genau. Oder? Strictly speaking, Monarch is a moon, terraformed badly and almost completely lawless. You'll love it. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, you know, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. Aha. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Gut. Hence, Miss Gladys Kulkelly. Aha. Schöne heile Welt. Dann reden wir mal mit Gladys. Ne? Jo, würde ich auch sagen. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design. Cutting-edge technology, years ahead of its time. Mm. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Oh, gut. Aha. Dafür haben wir bestimmt eine gute Verwendung. Mm. Aber ich frage erstmal, was das überhaupt ist. Marvelous device. I'm quite proud of myself. The shroud changes the user's appearance to mimic that of another. It has limits. First generation technology, you see, but promising. Exciting to see it in use at last. Very simply, the holographic shroud uses biometric information contained on standard identity cartridges to generate a holographic projection around you. Könnte aber peinlich werden, wenn man seinem Doppelgänger begegnet. Ja? Aber wir können es bestimmt Auf gut jeden gebrauchen. Fall, danke. Aber ich frage mal nach den Grenzen. Na, hat er gesagt. Only stands up to a casual scrutiny. Use it too long, bound to flicker or something like that. Movement makes it more likely. Aha. Best used in moderation. When you see guards in your path, you can't sneak past, for example. Aha. Maintain your distance. Act normal. No running, no jumping. Don't draw their attention. If they pay attention, they're more likely to notice flaws in the hologram. Mhm. Aha. Guck mal, wie sie ihn da hochschiebt. Ja, ja, ist wirklich, ja. Ist gut gemacht. Das ist wirklich gut gemacht. Ja, danke. Okay, danke. Mhm. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. Hmm. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Verstanden. Jawohl. Aber jetzt wollten wir uns eigentlich mal... Oh, das ist dieses. Das ist das Navigationsterminal, ja. Gut. Gucken, ob schon irgendwie Räume da sind. Ob jetzt die Zimmer endlich mal offen sind. Ja. Ja. War ja auch Zeit, hä? Hm. Mal aus der Ferne betrachten. Spaces Choice verlässt uns nicht. Ne? Oh, nee. Toll. Employment Community. Oh Gott. So, was haben wir hier? Ach, das ist dieser Holomantel, der berühmte. Also, wir brauchen entsprechendes Ausweismodul. Und dann können wir den anlegen und dann sehen wir aus wie jemand, der da hingehört. Genau. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. So.
Oh, gut Punkte gebracht. Ja, auf jeden Fall. Ein Terminal. Willkommen, Captain. Alex Hawthorne. Mal gucken, was er für, was er für Nachrichten nicht hatte. Mehr unter uns. Das sind ja wir angeblich. Bitte eine der folgenden Optionen sind. Aha. Ungelesene Nachrichten einsehen. Na gut. Genau. Liste der ungelesenen Nachrichten von Bedford. U. Bedford. Juden, Wingman, Wingman. Was? Wingman's Wingman, Bedford? An Alex Wingman Horsen? Danke. Okay. Oh, ich habe bei meiner letzten Nachricht noch etwas vergessen. Ich, Schüssel, ich schicke dir noch eine Kopie meiner Lieblingsserie, die Weltraumabenteuer von Singularity Steel. Da geht es um einen verwegenen Weltraumpiraten mit einem Herz aus, naja, Stahl. Der Vorstand hat sie nicht wirklich abgesegnet, also zeig sie besser nicht deinen Spacer-Kumpels. Sie wird dir hoffentlich auf deinem Weg zum nächsten Abenteuer ein paar schöne Stunden bescheren. Ähnlichkeit mit einer gewissen Person sind absolut gewollt. Haha, Udom. Tja. Aha, U steht für Udom. Mhm. War das alles an Nachrichten? Nö. Ah, muss man zurück und dann nochmal rein. Mhm. Gut zu wissen. Archivierte, das andere war die ungelesene Nachricht. Archivierte Nachrichten ansehen, gut. Ist immer Juden Bedford. Wer mag denn Mann, Juden Bedford sein? Ich bin sein? Verwirrt. Also, Moment mal. Nachrichten für Alex hat man ja... Die ungelesenen haben wir schon angeguckt. Ja. Die Archivierten hast du nicht angeguckt. So, also, Bedford. Liebster Alex, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr es mich freut, endlich von dir zu hören. Deine Nachricht war zum Totlachen. Ich bin entzückt ob deines fabelhaften Sinns für Humor und deiner herrlichen Späße. Ich hoffe doch, dass dich dein Terminal in der näheren Zukunft nicht im Stich lassen wird. Ich habe übrigens die Kommunikationskanäle der Groundbreaker abgehört, um an die neuesten Infos zu gelangen und habe dabei mitbekommen, dass du nicht auf dem Landeplatz von Edgewater gelandet bist, sondern mitten in der Wildnis. Du derber Individualist, du. Ich kann nur hoffen, dass dieser Idiot Thompson dir keinen Ärger gemacht hat. Inzwischen nicht mehr. Mhm. Wie dem auch sei, dein Treffen auf Terra 2 wird sich hoffentlich bald als ertragreich herausstellen. Als tödlich eher. Ja, ich freue mich schon regelmäßiger von dir zu hören. Ich fürchte, da wird nichts draus. Ah, nee. Nächster. Juden. Na gut, dann nehme ich das mal wieder jetzt. Hallo, hallo Alex. Ich weiß nicht, wo du aufgewachsen bist, aber ich tippe mal darauf, dass es eine Scheune gewesen sein könnte. Denn jeder, der auch nur einen Funken Anschein besitzt, würde wissen, dass es unverzeihlich unhöflich ist, die begeisterten, aufrichtigen Nachrichten eines Freundes so zu ignorieren. Mit besten Grüßen, Juden. Bitte antworte, auch armer Bedford. Ja, keiner hat geantwortet. Nee, sein bester Freund. Okay, hallo, hallo, hallo. Nur mal Hallo sagen, ja. Ich hoffe, es geht dir gut. Es war mir eine Freude, dich letzte Woche wieder in meinem Büro begrüßen zu dürfen. Ich fürchte, die Reihenfolge stimmt hier nicht so ganz. Na, wissen wir halt nicht. Das mit der erneuten Beschlagnahmung und dem ganzen Chaos tut mir furchtbar leid. Wie konnte das denn nur ein zweites Mal passieren? Diese Terminals heutzutage furchtbar. So unzuverlässig. Haha, so wie dein Chef. Ich hoffe, du hast über die Sache nachgedacht, über die wir geredet haben. Du weißt schon, wegen dieses Wells-Typen. Mhm. Ich will dich wirklich nicht drängen, aber ich habe dieses komische Gefühl, dass du ihn wirklich kennst. Und wenn du mir einfach sagen könntest, wo er sich denn aufhält, nun, das würde unserer Freundschaft doch wirklich zugutekommen, nicht wahr? Ich freue mich schon, dich bald wiederzusehen, Wingman, dein liebster Freund Udo. Hat er sowas angedeutet ihm gegenüber? Ha? Tja. So, das kommt dieser noch und dann gehen wir sowieso raus. Ja. So, das mache ich jetzt noch. Halt, was steht da oben? Halt, halt, halt. Das ist immer noch natürlich Udo. Ja, wieder das es war mir eine von Freude. Udo an okay. Alex. Lieber Alex, hallo.
Ich bin es, Udom, Judom Bedford. Wir haben uns kennengelernt, als ich dein Schiff aus Versehen beschlagnahmen ließ. Weißt du noch? Meine dummen, dicken Finger hatten mich mal wieder in Verlegenheit gebracht. Ich hoffe, dir sind dadurch keine zu großen Unannehmlichkeiten entstanden. Für mich war unsere Zusammenarbeit eine echte Freude. Und ich bin so dankbar, dass du davon abgesehen hast, mich zu erwürgen. Du bist ein wahrer Gentleman. Sollst du dich jeweils wieder im Luftraum der Groundbreaker befinden? Naja, im Weltraumraum wohl eher. Haha, dann schau doch mal vorbei. Ich würde mich freuen. In der Lost Hope gibt es Spectrum-Wodka. Vielleicht könnten wir uns ja durch alle Farben durchprobieren. Also, uns mal so richtig die Kante geben. Gib mir Bescheid, dein neuer Freund Judom. Okay, das war wohl die erste. Und dann die hatten ja, sich gerade kennengelernt. Ja, das geht wohl von unten nach oben. In ja. der Groundbreaker. Und da fliegen wir jetzt wohl demnächst auch hin. Okay, also. Genau. Machen wir jetzt Tschüss. Ja. Bis zum nächsten Mal dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.